Die Lkw-Mautdebatte. Mittelständler fordern Umdenken und fairen Wettbewerb. Im Januar erst wurde eine Tarifanpassung der Maut vorgenommen. Zum 1. Dezember folgt die nächste. Für Diesel-Lkw bedeutet das fast eine Verdoppelung der Maut. Denn es wird ein sogenannter CO2-Aufschlag von 200 Euro pro Tonne eingeführt. Der Branchenverband übt Kritik angesichts der starken Belastung. Denn noch immer fahren 98% aller Lkw mit Diesel. Am Samstag, dem 4. November, versammelten sich etwa 500 Bürgerinnen und Bürger in Heilbronn, um gegen die Politik der aktuellen Ampelregierung zu protestieren. Der Protestzug wurde von etwa 350 Lastkraftwagen und mehreren Traktoren begleitet. Dieser friedliche Protest führte jedoch zu einem stundenlangen Verkehrschaos in der Stadt. Die Polizei machte vor Ort einen guten Job und auch die Bürger und Einwohner aus Heilbronn schienen die Aktion positiv zu sehen. Die Demonstranten brachten ihren Unmut über die Berichterstattung in den Medien zum Ausdruck, insbesondere über die angeblich geringfügige Erhöhung der Mautgebühren. Sie argumentierten, dass diese Schätzung weit von der Realität entfernt sei, da die Mautbelastung für bestimmte Fahrzeuge um 70-83% pro Kilometer steigen wird. Besonders betroffen sind regional produzierte Waren, während überregionale oder Überseeartikel kaum davon beeinträchtigt werden. Dies stellt eine erhebliche Belastung für die regionale Logistik dar. Sascha B., ein Getränkespezialist aus Esslingen, äußerte sich dazu in einem Interview wie folgt. Hallo, Sascha, du bist heute hier auch auf der Demo. Was ist der Grund, weswegen bist du hier? Warum? Wollte mal allgemeine Zustand in Deutschland. Und das wollt ihr hier verändern mit der Demo? Das ist so. Wir möchten viel verändern, aber ob es klappt, weiß ich nicht. Es sind alle paar Sachen. Unsere Bürokratie, unser ganzes Drumherum funktioniert nicht. Wenn bei unserer Politik sagt, ja, durch die Mauterhöhung wird es für den Endverbraucher nicht teurer, das kann nicht stimmen. Wie soll das funktionieren? Das ist in unserem Unternehmen ein Jahresbeitrag von 25.000, 30.000 Euro. Funktioniert nicht. Genau, euch trifft es vielleicht nicht ganz so wie manchen anderen Logistiker, oder? Richtig, ja, natürlich, aber es ist ja alles eine Kette. Aber ich finde stark, dass ihr dabei seid überhaupt und dass ihr da mitmacht und die anderen unterstützt. Ich hatte gerade schon ein paar O-Töne reingeholt und die meisten haben gesagt, die Großen machen das halt mit und die Kleinen trifft es am härtesten. So ist es. Und im Mittelstand, wer sind die Unternehmer? Die Unternehmer sind alles wir. Jeder Bäcker, wo selber in seinem Laden steht, alles, aber nicht unsere großen Konzerne. Das sind für mich nur, was soll man sagen, ja, das sind unsere Steuergeldschleuderer, wie unsere Politik halt auch. Und Bürokratie halt. Bürokratie, das ist schon klar. Ich meine, und das, wenn wir die Bürokratie, was die von uns verlangt hat, können wir als Einzelunternehmer gar nicht mehr umsetzen. Ne? Gar nicht, denn das funktioniert finanziell gar nicht. Okay. Hast du irgendwas, was du dem Hörer mitgeben möchtest, weil, dass die Leute es vielleicht auch mehr wahrnehmen oder irgendwas, was dir wirklich am Herzen liegt? Ja, macht langsam mal die Augen auf. Ich glaube nicht mehr 5 vor 12, es ist 5 nach 12. Und das Arbeiten muss sich wieder lohnen. Das lohnt sich halt einfach bei uns nicht mehr. Es kann nicht sein, dass wir arbeiten und machen und jeder tut und manche liegen da und hin unterm Strich mehr, weil sie alles bezahlt bekommen. Und das geht halt nicht mehr. Das sind verschiedene Punkte. Das ist so global, was bei uns alles verrutscht. Das ist, ja, das sind jetzt gerade mal ein paar kleine Stichworte. Meine, ja, klar. Du, Sascha, ich finde stark, dass ihr da seid. Vielleicht sehen wir uns nachher noch mal kurz. Ja, auf jeden Fall. Und macht viel Lärm. Wir probieren es. Da sind wir stark dabei. Dankeschön. Machen wir da rein. Obwohl die höheren Kosten wahrscheinlich größtenteils an die Endkunden weitergegeben werden, wird der Wettbewerbsdruck gegenüber großen Konzernen und Speditionen für viele regionale Mittelständler erheblich steigen. Je kleiner das Unternehmen, desto stärker wird der Preisdruck sich entfalten. Auf der anderen Seite stehen Großunternehmen, die bereits seit Jahren steueroptimierte Unternehmensstrukturen haben und Teile des eigenen Unternehmens per Tochterunternehmen in andere europäische Länder verlagern, um von günstigeren Löhnen und niedrigeren Kraftstoffpreisen zu profitieren. Dies führt zudem auch zu einer verstärkten Verwendung kostengünstigerer und alter, aber bewährter Fahrzeugtechnologie. Großspeditionen sollen auch schon ein Tankverbot in Deutschland verhängt haben, um die Kosten, die durch den Transitverkehr auf deutschen Straßen entstehen, zu reduzieren. Der regionale Spediteur schaut dabei in die Röhre. Diese Möglichkeiten sind für lokale Mittelständler kaum möglich
Und noch wichtiger ist, dass regionale Mittelständler in Deutschland oft wichtiger sind als große Konzerne. Regionale Mittelständler setzen auch oft auf moderne Technologien. Denn der Einsatz moderner Fahrzeugtechnologien hilft beim Kraftstoffsparen. Doch dem entgegen entsteht ein höherer Aufwand für die Wartung und Instandhaltung. Somit haben es umweltfreundliche Technologien in Deutschland auch immer schwerer. Der Mittelstand kämpft auf allen Ebenen und fühlt sich von der Regierung alleingelassen. Die Teilnahme auf solchen Kundgebungen bestärkte das Gefühl auch noch, denn es war wieder kein Vertreter der deutschen demokratischen Parteien vor Ort. Wie so oft, sagen manche. Solche Demonstrationen und Kundgebungen werden dann anderen überlassen. Es wäre gut, wenn sich das bald ändern würde. Parteien sollten Vertreter senden, die sich den Vorwürfen stellen. Vielleicht würde das Dilemma, in dem die Parteien zurzeit stecken, verständlicher machen. Wie heißt es so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die neue Mautstruktur wird somit vorrangig als schädlich für die Umwelt und den freien Wettbewerb angesehen. Die Spediteure betonen, dass letztlich der Endkunde die Zeche zahlt. Die Demonstranten fordern den Rücktritt der Regierung, die Beendigung bürokratischer Exzesse und ein Ende versteckter Steuererhöhungen. Ein Demonstrant äußerte sich zu diesem Thema. Es ist frustrierend zu sehen, dass demokratische Parteien sich nicht trauen, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Dies verstärkt das Gefühl, dass der Mittelstand und die Bürger alleine gelassen und nicht angemessen durch demokratische Parteien vertreten werden. Dies geschieht, obwohl nur eine Minderheit gegen die Demokratie als solche ist. Bei Gesprächen mit Lkw-Fahrern und Unternehmern begegneten wir keinen mit radikalen Ansichten. Vielmehr einige distanzierten sich mit einem Aufdruck auf den Westen. Wird der Bürger unbequem, wird er plötzlich rechtsextrem. Die aktuelle Politik verliert hier aufgrund ihrer Nichtbeachtung immer mehr Wähler. In diesem Kontext äußerte eine andere Stimme: Die deutsche Politik sollte sich nicht wundern, warum die Wähler immer mehr extremistische Parteien wählen, wenn sie solche Veranstaltungen meiden. Die Demonstration in Heilbronn verdeutlicht die wachsende Unzufriedenheit und den Bedarf an einer offenen, konstruktiven politischen Debatte über Themen wie die Mautstruktur und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Umwelt. Bei dieser Kundgebung waren auch der Blockbetreiber von BKF Pro und die Freiheitstrüchler anwesend. Die letzteren haben sich während der Corona-Pandemie in der Schweiz gegründet und werden in den Schweizer Medien durchaus kritisch bewertet. Dennoch, gerade hier sollte das gemeinsame Gespräch und die offene Debatte gesucht werden. Ausgrenzen oder blindes Verurteilen schaden unserer Gesellschaft, und das gilt nicht erst seit der Corona-Pandemie. Abschließend hören Sie die Kommentare von BKF Pro und den Freiheitstrüchler. Hallo Andreas, ja, du bist heute auch hier auf der Demo. Ja, genau. Erzähl mal was über dich. Über mich? Ja. Ich fahre seit 20 Jahren LKW aus Leidenschaft. Mach das, weil es Spaß macht, trotz der widrigen Stände, die wir haben hier. Und naja, was soll ich sagen? Jetzt mit der LKW-Mauterhöhung wird der deutsche Unternehmer und deren Angestellte, auch die Kraftfahrer, werden mit dem nackten Arsch an die Wand gestellt. Manche meinen, es sei übertrieben, was hier passiert. Nein. Ich habe O-Ton vor mir reingeholt. Große Spediteure oder Landwirte oder so, auch Politik will nicht unbedingt hier groß was tun. Wie siehst du das? Die Politik, die wollen ihre Gelder. Für mich ist es mittlerweile so, dass Politiker nur noch Lobbyisten der Industrie sind, nicht mehr und nicht weniger. Politiker, der vernünftig denkt, der richtet nicht sein eigenes Volk hin. Und das eigene Volk wird von deutschen Politikern mittlerweile verraten und verkauft. Vielleicht kannst du mit der Maut jetzt auch mal erklären, was ist da genau? Jetzt ganz einfach. LKWs bezahlen eine LKW-Maut, Straßennutzungsgebühren, jetzt ist es im Vollbruch bei Maut. So, und diese Maut ist jetzt mal eben kurz um 63% im 1. Dezember erhöht worden. Das heißt, die Verdopplung ist da. Wir zahlen dann jetzt mittlerweile 33 oder 32 oder 34 Cent ab Dezember an Maut pro Lastkilometer. Und das muss eben umgelegt werden. Viele Unternehmer sagen, sie können das nicht mehr umlegen, sie müssen es weitergeben. Demzufolge, es wird alles teurer. Die Bildzeitung wird teurer, die Cola wird teurer, die Wurst, das Fleisch, es wird alles teurer. So, fangen wir von hinten an. Der Landwirt bezieht seine Saatgüter von Unternehmen, die Saatgüter herstellen, richtig? Werden mit dem LKW transportiert. Alleine da fängt es sicher zu stinken. Der Bauer
Bauer muss jetzt mittlerweile dann die Maut auch noch mitbezahlen. So, und das ist ein ewiger Kreislauf. Wir haben intelligente Menschen, die in Deutschland sagen, die Mauterhöhung wird den Bürger mit einem Cent pro Produkt treffen. Schwachsinn. Es verdienen 5 Leute daran mit. Also wird 5-mal die Maut berechnet. Wo muss das Geld bleiben. Genau, und was auch klar ist, es trifft eher die regionalen, die lokalen, kleinen. Ja. Und der Wettbewerb wird weniger. Klar, dass das mehr beeinflusst, ist ganz klar. Aber was wollt ihr heute damit hier bewirken mit der Demo? Dass die Leute aufwachen. Dass die Leute nicht begreifen, dass wir im LKW nicht die bösen Kugelknaben sind. Was ist der LKW? Der LKW transportiert dein Mikrofon vom Smartphone, wurde mit dem LKW transportiert, dein Regenschirm, meine Jacke. Es wurde alles schon im Fahrzeug bewegt. Und das vergessen die Leute. Die gehen in den Supermarkt, kaufen ein. Was bringt das? Es wurde alles im LKW gefahren. Und wenn ich dann Leute höre, die dann sagen, das ist ja nichts mit LKW. Sag ich, wo kommen die Lebensmittel her? Mit der Bahn? Ja, die werden mit der Bahn transportiert. Sag ich, klar, wo siehst du irgendwo Gleisanschluss? Ist auch lächerlich. Das müssen die Leute begreifen. Das ist ganz einfach. Okay, super. Und du selber, du hast auch einen Blog, hast du mir gesagt? Ja, genau. Den BK Pro, der ist bei Facebook gegründet worden. So, okay. Ist, da haben wir da gegründet und da sagen wir halt das, was Fakten sind. Wir haben jetzt sehr viele Berichte gemacht zur LKW-Maut. Der BK Pro war der Erste, der das Thema LKW-Maut auf der Agenda hatte. Wurde damals ausgelacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wurden belächelt und für bekloppt erklärt. Und keine 2 Monate später nehmen alle anderen Verbände das Thema auf. Schon komisch, oder? Okay, hast du noch irgendwas hier für heute mitzugeben, was ganz wichtig wäre? Was die Hörer interessieren könnte? Ich hoffe, dass die Leute verstehen, warum wir das machen. Ich hoffe, dass die Leute begreifen, dass es alle betrifft, jeden einzelnen Bürger betrifft die Erhöhung. Und das müssen die Leute verstehen. Dafür sind wir hier. Der Himmel gibt das schöne Zeichen dafür. Es regnet gerade wie aus Kübeln. Wie würde ein Kollege von mir sagen, was ich auch schon gesagt habe, bei so viel Scheiße aus Berlin hilft gerade ein Spülen, Spülen, Spülen. Bester Beweis, kommt gerade von oben. Okay, Dankeschön. Ja. Ich wünsche noch viel Glück heute und viel Spaß. Danke. Ciao. Ciao. Hallo Eike, wunderschön, dass ich dich heute treffe hier. Wir sind heute auf der Demo hier in Heilbronn, auf der Theresienwiese. Was hast du denn da zu sagen? Du kommst aus der Schweiz, habe ich gehört, gell? Genau, ich komme aus der Schweiz. Ich lebe seit 24 Jahren in der Schweiz, bin gebürtig aus Thüringen und ja, bin einfach für die Freiheit, für die Selbstbestimmung, für die kleinen und mittelständischen Unternehmungen, für die Landwirtschaft, für eine gesunde Ernährung. Das ist heute wichtiger denn je und ich glaube, wir müssen weg von diesen ganzen großen Verteilern. Es braucht wieder das Regionale, das Saisonale, damit einfach auch die Kinder wissen, woher kommen denn unsere Lebensmittel, was brauche ich denn, damit ich gesund und fit bleibe. Genau, und das trifft ja die meisten jetzt, die Mauterhöhung, trifft eigentlich die Kleinen oder die Regionalen eher als die Großen. Richtig. Aber was treibt dich an hier in Deutschland? Mitzumachen oder euch hier jetzt als Gruppierung? Ihr seid die, wie heißt es? Freiheitstrichler. Ja, also das Tricheln ist ja eine traditionelle Geschichte aus der Schweiz. Also es gibt schon seit vielen hundert Jahren und man hat mit den Glocken einfach dieser Urklang, diese Schwingung berührt eben jeden Menschen, Tier, Pflanze bis ins Tiefste. Also diese Schwingung kommt einfach im Herzen an. Und ja, wir Trichler haben uns zusammengefunden. Also ich bin ja als Frau, eigentlich bei den Traditionellen gibt es keine Frauen. Deshalb dabei, weil ich für meine Töchter und für meine Enkeltochter einfach auch möchte, dass sie eine unbeschwerte Jugend genießen dürfen, dass sie frei entscheiden können, wie sie leben, was sie tun. Und dazu braucht es eben auch das Ganze drumherum. Ja? Und die Politik in Deutschland, also ich lebe jetzt 24 Jahre in der Schweiz, hat in meinen Augen so schlimm versagt in den letzten Jahren, einfach nicht mehr wahrgenommen. Und sie sind einfach zum Spielball geworden, meiner Meinung nach, von Menschen und Lobbyisten, die halt nicht mehr das gesunde Denkvermögen steuern. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass keiner Lust hat, in der Politik mitzumachen. Ja, ich glaube jetzt, dass, also in der Schweiz haben wir das jetzt gesehen bei den aktuellen National- und Ständeratswahlen, dass sich ganz viel otto-normalen Menschen haben aufstellen lassen. Und wir haben auch in unserem Kanton Schwyz jemanden unterstützt, der also freier Unternehmer ist, ohne Parteizugehörigkeit. Und der hat also wirklich also riesen viel Stimmen geholt, hat es knapp verfehlt, in den Nationalrat gewählt zu werden.
Aber man hat gemerkt, dass die Menschen wollen eine Veränderung. Und sie sind wieder bereit, mitzudenken. Und das braucht's. Super. Ich danke dir für das kurze Interview. Gerne. Ich wünsche euch noch viel Spaß und möglichst viel Aufmerksamkeit. Ja, danke. Wir erschaffen die durch den Klang der Glocken. Tschüss. Also. Dies war eine Produktion der Radical Live Studios. Nicht vergessen, folgt uns auf Spotify oder Apple Podcasts.